So, hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Bros. 3. Ja, es geht wieder weiter. Beim letzten Mal haben wir Welt 5 betreten, das zweite Level haben wir da angefangen und sind jetzt im zweiten Gebiet, also in der zweiten Etage, Ebene, wie auch immer, von der Welt. Wir sind jetzt kurz vorm letzten Level von der Welt. Nicht vom Spiel, leider. Nein, war Spaß. Und natürlich Autoscroll. Und das beim Schiff wird ja dann auch noch kommen. Aber was wirklich ziemlich interessant ist, der Autoscroll geht nach oben rechts. Stellt euch mal vor, das würde unten links gehen. Oder der Autoscroll würde nach unten gehen, obwohl er eigentlich nach oben ist. Was ist das? Ach komm ey, das ist doch verarsche. Wie sollte ich denn das machen? Das ist doch voll kacke. So, ich spreche jetzt hier, weil das hier ist, glaube ich, kommt. Das ist ja Kackwurst, ey. Oh, natürlich. Du hältst die Fresse. So, ich speichere hier. Oh Gott, das ist ja hässliches Level, ey. Och ne, jetzt? Du hässliches Vieh! Du bist auch voll hässlich. Du gehörst zum hässlichen Level. Das ist wohl deine Heimat anscheinend. Ja, hässliche Vieh zum hässlichen Level. Passt euch. Und du hässlicher bist auch natürlich da. Ja, natürlich! Stirb. So. Dann kommen wir nun zum Finale. The Final. Und das ist das Vieh aus Super Mario Bros. 2 natürlich. Ja, genau. Das Vieh ist aus Super Mario Bros. 3. Aus dem Spiel, das wir gerade spielen. Ist das was? So, Konzentration jetzt hier wieder. Anscheinend. Oh Gott, da hinten. Flammenwerfer wäre auch okay, nicht ganz. Konzentration war mal wieder hier weg. Man sieht. Kann ich hier drauf gehen? Yeah, I'm the magic. I'm the magic! Dieses hässliche Teil, da, das ist total scheiße. Wenn der da drin steht. Ich kann hier draufstehen. Yeah. Ahaha, ich bin hier oben, da la 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 la. Ich mach dich kaputt. Da wollte ich eigentlich gerade gar nicht rein. Okay, hier wieder ohne Safe States arbeiten, weil ich muss hier meine Konzentration. Wow. Seit wann macht er das? Aber da sieht man schon meine Konzentration. Meine Konzentration war aber ein bisschen da, aber dann war sie kurz wieder weg. Ja, jetzt ist meine Konzentration da gewesen. Jawohl. Ich bin Magic Mario. Ich werde die Welt vernichten. Ich bin ultra. Okay. Der erinnert mich gerade irgendwie an den einen Fuzzi aus Asterix. Asterix. Ja, geht. Oh, ja, sag ich doch. Ich sag dir doch im letzten Part. Oh ja, irgendwann werden wir auch mal Eis haben. Was ist los? Jetzt kriegt man's. Ja, das wird jetzt. Ja, Eis ist überhaupt nicht mein Element! Hier wäre jetzt ein Froschanzug gut. Weil, mit Froschanzug rutscht man hier nicht. Zum Glück habe ich hier meinen Schwanz noch. Zum Glück habe ich hier noch meinen Schwanz. Zweideutig Denkung. Ja. Aber wie soll man es sonst nennen? Schniedel oder was? Das ist genauso schlimm. Ich probiere mich jetzt einfach durch, anscheinend. Ich dachte, das funktioniert. Jetzt komm, stirb! Okay, hier werde ich jetzt auf jeden Fall mit Safe States extrem arbeiten, weil, wie schon gesagt, Eis ist nicht mein Element. Und das ist ja hier unfair, was die hier machen. Das ist richtig hardcore, finde ich. Es ist so schön leichte Levels machen, so schön kurze, leichte Levels. Und dann auf einmal erst so richtig hardcore. Hat. Ja, ich weiß nicht mehr. Ja, ich weiß, da drüben ist wieder Karten, ja. Oh, scheiße, wieso habe ich das jetzt
Ja, ich habe kein Safe State gemacht. Gut. Ich mach hier. Ich glaube, das war. Natürlich. Wenn es mal wieder zwei solche Levels gibt, dann als erstes vor dem Reingehen erst ein Safe State machen, weil dann kann man sich entscheiden, welches man nimmt. Aber nein, ich bin ja wieder anders. Ich bin da wieder an. Na, das kenne ich noch, das kenne ich noch. Ich verstehe auch, warum die hier Wolken anzeigen, anstatt diese komischen dummen Plattformen. Einfach aus dem Grund, weil man durch die Wolken durchgehen kann, durch die Plattform nicht. Aber komischerweise kann Mario immer durch Plattform gehen, aber durch diese mal nicht. Macht ja voll Sinn. Was ich auch meistens bei manchen Spielen auch immer schade finde, dass es immer so ist, die finden immer Gegner, bringen sie bei einem Spiel oder bei einem Level im Spiel. Und dann tauchen die nie wieder in irgendeinem Mario-Spiel auf. Das finde ich wirklich ein bisschen schade, weil manchen sind die Gegner auch immer so richtig gut, so manchen so, oh, so richtig gute Gegner haben sie wirklich gut gemacht. Und dann taucht sie ja nie wieder mehr in irgendeinem Spiel auf. Das ist dann wirklich ein bisschen schade. Das ist bei manchen Gegnern auch schon so. Also wirklich schon immer traurig. Manche wünschen sich bestimmt, es soll noch gar keine Gegner da sein. Es wäre noch besser. Wir haben bald 50. Wow. Und wir haben 6 Minuten für ein Level gebraucht. Nee. Quatsch. Wir haben nur 6 Minuten jetzt insgesamt. Okay, jetzt du bist zum Glück weggegangen. So, hier kann ich jetzt eingehen. Und, oh. Plattform fand. Wie ich das ha... Mal, wenn ihr hier im ganzen Zeit solche Scheißviecher rumgespuckt kommen, da kann ich ja nicht anders, als immer so durchzudrehen. Guck so. Oder so. Oder so. So. So, ich brauche ja. Das erinnert mich jetzt wieder an Super Mario World oder an Yoshi's Island. Island. Aha, Island. Ja, da gibt's auch. Aha, die Flamme ist runtergefetzt. Das ist doch hässlich, ey. Fall runter. So. Einmal hier und dann einmal hier. Oh! Speicher nein! Doppelwaffe, Disco-Dingens. Oh. Ist hier Gegner, bitte. Och Gott. Och. Nee. Ich kann mich. Doch, kann ich. So, meine Konzentration bitte wieder anschalten, weil ich brauche die jetzt unbedingt. Bitte jetzt Gegner. Bitte jetzt Gegner. Irgendwas habe ich ausgeschaltet. Oh. Im Hintergrund habe ich das Ding ausgeschaltet. Oh mein, du hässliches. Wieso fliege ich noch? Oh ja, natürlich! Wow! Skill. Nicht. Nicht ganz. Ja, ich bin sicher. So. Ja, dumme Karte nennt man mich. So, ich mach dich nicht. Ich will einfach nur hier weiter. Aber ich schaffe die Welt eh nicht, weil das ist Eis. Eis. Oh! Windmühlenpower! Ja. Windmühlenpower! Windmühlenpower aktiviert. Nicht. Bäh. Plattform, du darfst mich nicht mit. Oh Gott, was ist das? Hat hier irgendjemand umgeschmissen? Ich glaube, die waren davor erst gerade. Ich glaube, da haben sich die Spielentwickler gedacht, ja, stellen wir das gerade. Und dann hat da irgendjemand gesagt, nee, komm, mach mal das so schön. Das stimmt. Ja, ich und wieder meine Windmühlenpower. Ich und meine Safe State Power wenn dann. Ja, guck, Safe State Power. Wow! Windmühle? Lass mich weiter. Lass mich weiter. Bleh. Oh, ich will auf den Hässlern da. Nee. Windmühle Power. Windmühle. Okay. Irgendwas habe ich gerade irgendwie wieder angeschaltet. Oh. Halt die Fresse, lass mich in Ruhe. Ja, bleh. Ich war gerade in der Windmühle drin. Wow! Voll die Windmühlenpower! Windmühlenpower! Nein. Ach, wisst ihr was? Scheiß einfach drauf. Ich habe Safe States. Ich habe 48 Leben. Also ist es davon eigentlich scheißegal, was ich da krieg. Macht eigentlich eh gar keinen Sinn. Ja, wieso gehe ich jetzt wieder zurück? Hä? Doof? Anscheinend.
So, was haben wir denn hier? Oh Gott, ich hätte mal wieder speichern sollen, nicht der Ödel. Ich habe es nicht vergessen. Oh ne. Ach nö, nicht diese Dinger. Ach nee, nicht diese Dinger. Ach nee! Kennt ihr das Buch Der Weg war umsonst? Ja. Habe ich schon mal gelesen, sogar gerade eben. Warum machen diese Fische? Ach komm, das... Das ist doch unfair. Das ist unfair. Mann. Warum steht eigentlich so ein dummes Ding da? Oh geil, der ist nicht da. Der ist jemand so... ja. Oh! Nein. Leben und erleben! Nee. Natürlich. Aber auch nicht so, das sollte ich. Ich drück doch auch die verschissene. Kann man das nicht beim. Bitte bestimmt. Man kann das im Wasser nicht machen, warum? Weißt du, bei Mario World kann man das? Hä? Ist ja voll dödel. Ist ja scheiße, muss ich mich ja da durchschlängeln. Übrigens, ich habe das Buch nochmal gelesen. War wirklich ziemlich scheiße. Was ist denn das? Mann! Das, wo man sich nicht mal von den Fischen treffen lassen darf. Oh komm, ey. Ach, wisst ihr was? Fickt euch jetzt. Komm, wenn ich getroffen werde, ist doch scheißegal. Ich kann das hier im Wasser eh nicht gebrauchen. Ja, so, komm. Und außerdem bekomme ich bestimmt eh hoffentlich. Natürlich. Wenn ich aber jetzt trotzdem sterben sollte, ich krieg echt einen Anfall. Ey, was ist denn das? Mann, was haben die Spielentwickler sich dabei gedacht, ey? Wo sie den Spielentwickler, ich hasse euch. Komm, ey, das ist doch hässlich. Ist ja voll kacke. Ja, ich weiß, der Weg war um kacke. Dummer Fisch, guck nicht so hässlich. Alter, diese dummen Cheep-Cheeps, ey. Wie soll ich denn das machen? Ja, natürlich! Mann, weil es auch so viel Sinn macht. Entschuldigung, dass ich mich jetzt so aufrege, aber das Level ist wirklich bekackt. Natürlich, die Blume kann man da, die Blume kann man da benutzen. Mhm. Die Blume kann man hier benutzen. Hä? Fick dich, Spiel. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich habe keinen Bock, ganze Zeit hier meine scheiß Zeit hier von der Aufnahme zu verblempern, nur wegen dem Scheiß. Wir sehen uns gleich auf der anderen Seite. Bis gleich. Es kotzt mich an. So, ich bin jetzt wieder hier. Ich habe das durchgeschafft. Man sieht, ich bin klein geworden. Es gab eine beschissene Stelle. Da konntest du da nicht anders das machen, als sich umzubringen zu lassen. Natürlich. Es gibt diese hässliche Vieh auch noch. Ach komm, ey. Das ist doch kacke, Mann. Jetzt hör doch auf, Mann! Das ganze Spiel kotzt mich gerade. Das ganze Spiel kotzt mich gerade echt nur an! Auf einmal bin ich so ein Scheiß! Oh, halt die Fresse und bewerf mich nicht so hässlich! Boah, halt die Fresse! Oh. Mario. Ja, natürlich! So. Oh, fick dich. Fick dich. Fick dich. Man sieht, meine Aggression ist gerade echt wirklich ziemlich hoch. Nur wegen dem scheiß Level. Also da haben sie wirklich... Nee. Also das Level ging wirklich in den... Was soll das jetzt? Achso, das geht darum. Also das Level ging wirklich in die Hose. Das muss ich wirklich sagen. Ging wirklich in den scheiß Kackeimer. Jetzt auch noch hier so ein hässliches und so ein hässliches Vieh, ey. Ich hol gleich meine Wasserpistole und schieß dich damit. Das macht nämlich nicht Sinn, weil wenn ich meine Wasserpistole hole, dann wird der ausgelöscht. Man könnte es jetzt zweideutig denken. Entweder ausgelöscht, also
dass er umgebracht wird, oder dass der, man hat ja solche Flammen, und dass der, dass dann seine Flammen ausgelöscht werden. Wenn ihr das versteht. Oh, cool, wir haben jetzt 15 Minuten, wie schön. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hab die Schnauze voll. Tschüss.